Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag und Abend, Nacht. Ja, das war's alle. Waren alle, ne? Ja, auf jeden Fall. Heute geht es um. Ja, ich habe das Paket schon gehalten. Zeigt Scheiße. Um die Lautsprecher. Beziehungsweise, wir werden alles drum dran machen. Wir können natürlich auch für jedes einzelne Kleinteil jetzt ein 6-Minuten-Video machen. Oder so. Wo ich natürlich 3 oder 4 Minuten am Anfang davon quatsche. Oder wir packen immer so ein paar Teile zusammen. Mein Hauptpunkt wäre die Stoßstange. Ja, die Stoßstange fertig zu bekommen. Ob wir die gerade kriegen oder nicht, ist eine andere Sache. Ich habe da so eine kleine Idee. Ob ich euch die zeige, ist eine andere Sache. Das hat was mit der Bühne zu tun. Aber gut, wir werden gleich sehen. Vielleicht müssen wir auseinander flexen. Wird es ja wahrscheinlich auch so sein. Dann habe ich im letzten Video halt ja gesagt, dass ich Lautsprecher bestellt habe. Das sind die. Die habe ich ja gerade schon gezeigt. Die werden wir gleich mal kurz gucken, ob die passen. Die werden sehr wahrscheinlich nicht passen. Ich kann es auch euch nicht zeigen, wie gut die klingen oder wie schlecht die klingen, weil in dem Auto ist nur normales FM-Radio aktuell. Das bedeutet, dass keinerlei Songs, die da gespielt werden, ich hier spielen darf, um euch zu zeigen, den Unterschied oder sowas. Aber über Mikrofon ist sowieso halt immer ein bisschen schwierig, das Ganze ja, rüberzubringen. Aber es sollte euch ja klar sein. Dann habe ich im letzten Video neue Mikrofone getestet, die ihr jetzt auch hier hört. Da waren noch verdammt viele Fehler drin. Da versuche ich jetzt, das meiste rauszufiltern, das meiste rauszulassen. Ich habe die Position geändert vom Mikrofon, weil man hat sehr oft mich reinatmen hören. Was natürlich absolut schrecklich ist. Warum, weshalb habe ich diese Mikrofone? Ganz einfach. Und zwar möchte ich einfach für euch, dass ihr immer denselben Ton bekommt, immer dieselbe Qualität, auch wenn es mal hektisch wird. Sprich, ich erkläre irgendwas, drehe die Kamera und ihr habt immer noch dieselbe Tonqualität wie vorher. Das sollte eigentlich jetzt gegeben sein. Also sprich, ob ich jetzt vorne rein rede, also quasi in euch quasi so rein, oder hinter der Kamera brenne und rede, klingt es immer noch identisch. Dazu kommt noch ein Vorteil. Auch wenn ich mal nicht in Nähe der Kamera bin, könnt ihr mich genauso verstehen wie vorher. Das heißt, wenn die Kamera mal weit weg steht und ich irgendwas erklären möchte, kann ich das tatsächlich trotzdem auch noch tun und euch einfach die Sachen erklären, trotz dass ich vielleicht weiter weg bin. Coole Sache, oder? Finde ich auch. So, wie ich schon gesagt habe, testen wir jetzt einfach mal kurz die Lautsprecher. Ich habe hier Renegade genommen, Renegade RX 52. Ich wollte eigentlich Ground Zero haben, weil die ich auch im Fünfer habe. Und die waren sehr angenehm tatsächlich. Oder sind sehr angenehm. Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach stimmt da auch. Die waren jetzt so günstig, wo ich gesagt habe, komm, zum Testen sind die, denke ich mal, hier perfekt. Von daher reicht das auch. Wir brauchen zum Glück kein Gitter, weil da kommt die Verkleidung noch drüber und da ist ein Gitter dran. Also das Gitter, was hier dabei ist, brauchen wir nicht verwenden, dass das, ich sag jetzt mal, moderner aussieht. Weil das würde ja moderner aussehen als die Originalen. So, die sind jetzt kleiner. Ich hoffe, dass wir uns keine Adapterplatte oder sowas bauen müssen. Das sieht aber gar nicht so schlimm aus, glaube ich. Das Kabel mal rein. Die werden sehr wahrscheinlich auch schräg hängen, weil die halt anders gar nicht reingehen. Aber ist egal, wir testen einfach mal. Einfach nur, wie sie passen würden, wenn wir hier ein Originalloch nehmen. Oh, das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Vielleicht drehen wir die dann auch so, dass. Also, oder wir machen alle 4 Löcher neu. Das ist natürlich auch eine Option, ne? So. Damit er gerade sitzt. Ist das eigentlich oben oder ist das unten? Das ist oben. So rum, ne? So rum wäre richtig rum. Das könnten wir auch machen. Das könnten wir machen. Ich überlege kurz und dann machen wir. Eins von beiden werden wir machen. Ja, in der Zwischenzeit habe ich einfach mal die Stoßstange getestet, ob die passt. Das ist jetzt die, die ohne den Halter ist. Und das sieht gut aus. Die ist zwar von einem anderen Modell selber, würde ich fast sagen, aber egal. Wir werden die eh säubern müssen. Wir werden die komplett die Löcher zuschweißen müssen. Das heißt, im Endeffekt ist es egal und wir werden die lackieren. Also, es ist im Endeffekt egal, ob die jetzt hier so Löcher oder sowas hat, weil die werden wir eh zumachen müssen. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum hier so viele Löcher drin sind tatsächlich. Und das ist noch richtig schön dicker Stahl, das bedeutet sogar ich kann das schweißen. Das Loch müssen wir gerade machen, gerade dengeln. Ja, also ich würde sagen, die einfachste Methode wäre, diese Stoßstange hier zu benutzen. Und den Halter davon einfach abzuflexen. Ich würde sagen, das machen wir auch jetzt.
wesentlich einfacher als ich dachte. Ihr seht, ich habe jetzt so ein paar kleine Schnitte gemacht, aber das ist nur so leicht berührt, das geht eigentlich noch. Habe das Ganze schon sauber gemacht. Hab die Stoßstange jetzt hier hingelegt, ihr seht, passt nicht ganz. Warum? Das werde ich jetzt gleich mal ausmessen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass bei dieser Stoßstange hier, also bei dem Rest hier quasi, dass der Abstand hier breiter ist. Und das kann tatsächlich sogar sein, weil ich komme nicht nah genug mit denen hier oben ran, dass das in der Mitte passt. Ihr seht, die hat jetzt sogar schon so eine leichte Wölbung. Ich habe die gerade versucht, ein bisschen gerade zu dengeln. Ist nicht schlimm, dass das hier jetzt ein bisschen hoch steht. Das wird sich mit der Zeit sowieso dann legen. Aber viel weiter biegen nach innen kann ich den nicht. Ich kann euch das mal kurz zeigen oder demonstrieren. Wenn ich das jetzt hier reinlege, eine Hand ist jetzt ein bisschen schwer, so habe ich jetzt hier diese Lücke. Ja, das ist jetzt nicht wenig. Ne? Das Ding ist aber, wir sind hier oben schon dran. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Unten passt es tatsächlich hier oben irgendwie nicht. Nicht, dass sogar das Ding vielleicht eine leichte Biegung hat, aber da müssen wir jetzt gegenkämpfen, indem ich einfach ein Stück von denen hier einfach oben abschneide. Ich schneide hier oben einfach ein kleines Stückchen ab, dann kann ich das hier ein bisschen zurückdengeln, die ein bisschen weiter rüber, so dass von jeder Seite so ein bisschen einfach wegkommt. Und dann sollte das eigentlich passen. Ich nehme von jeder Seite einfach so, sagen wir so 3-4 mm weg. Und so, wenn man das hier unten dann noch so ein bisschen gerade dengelt, dann sollte, und das ein bisschen rüber, dann sollte das eigentlich reichen. Hier in Deutschland, bei uns, braucht das ja auch nicht so fest sein wie bei denen. Weil die können, dürfen ja hiermit halt auch Anhänger ziehen. Wobei das auch wieder vollkommen egal ist, ob die Stoßstange daran fest ist. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, ist halt jetzt so eine Sache, wie der TÜV das hier sieht. Ja. Bei mir kommt das Ding sowieso ab, also das Ding wird nicht mehr drankommen. Von daher ist es eigentlich egal. Aber wir werden gucken, dass wir das so schön wie möglich machen, dass das hier auch dran ist. Ich werde jetzt mal mein Glück versuchen, mit hier ein bisschen abschneiden und so weiter. Und dann testen wir nochmal, wie das Ganze passt. Aber ich bin zuversichtlich, das sieht doch gar nicht so schlimm aus, ehrlich gesagt. Lackieren wollte ich die eh, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass das jetzt irgendwie doppelte Arbeit wäre oder so, weil die verrostet ist oder so. Eigentlich nicht. Ich wollte die sowieso komplett lackieren. Also alles gut. Habe ich das Ganze hier oben abgeschnitten, beidseitig. Habe das Ganze hier unten ein bisschen schön gekloppt. Und siehe da, es passt. Oben, das ist natürlich jetzt ein bisschen hoch, aber das können wir dann gleich mit einer Schraubzwinge so ein bisschen zusammendrücken. Das kriegen wir auch hin, würde ich behaupten. Jetzt habe ich mir hier so Striche gemacht. Da. Andere Seite auch. Dass das Ganze mittig ist. Ja, alles schön ausgemessen und so weiter. Das sollte passen so. Also es ist, wenn es ein Millimeter links oder rechts ist, macht das auch, glaube ich, nichts. Aber es sollte passen. Ich punkte das jetzt. Und dann werden wir das auch mal im Auto anhalten, dass das Ganze, ob das wirklich so passt, wie es aussieht. Aber ich gehe davon aus, dass das hinkommt. Also vielleicht müssen wir den hier ein bisschen rüberbiegen, weil der sieht mir so aus, als wenn er nicht ganz in der richtigen Position wäre. Ja, aber wobei, das kommt schon hin. Das ist vielleicht ein Millimeter, wenn das falsch ist. Aber das kann man ja immer noch, wie gesagt. Es kann ja sein, dass das Metall sich halt einfach so ein bisschen schräg gebogen hat. Das kann natürlich auch alles sein, ne? Das weiß man ja nicht. Kriegen wir hin. Ich denke nicht, dass das Problem sein wird. Aber es ist schon mal in der Mitte und es ist sauber. Und Schweißgerät steht auch schon da. Also können wir jetzt loslegen, würde ich sagen. Seitlich ist der Sicherung schon wieder rausgesprungen. Oh, drei schöne Punkte. Ist auch schön sauber gewesen. Da macht das ganz auch Spaß. Ein bisschen. Und ich brenne die Scheiße hinten weg. Ist alles gepunktet?
Jetzt testen wir, ob das Ganze dran passt. Das sieht aber gut aus. Das sieht besser aus, als ich dachte, trotz ohne Brett. Ja. Da kommen wir dagegen. Ne, da kommen wir gar nicht gegen. Wir kommen hier unten irgendwo gegen. Ne? Ah, das ist schon. Oh. Das ist schon so. Die wird nicht viel höher festgemacht. Wenn ich das richtig sehe. Krass, jo. Die wird nicht viel höher festgemacht. Aber dann ist die nicht weit genug drin, habe ich das Gefühl. Ich gucke mir auch mal kurz Bilder an, wie das stehen muss. Weil ich kann mir irgendwie nicht erklären, dass das so weit draußen steht. Wobei irgendwie schon. Beim Pickup ist das halt so eine Sache. Da kann das schon sein, dass das beabsichtigt so ein Stück rausguckt. Doch, eigentlich schon. Aber das ist halt eine ganze Hand geht da hinten. Das kann nicht so ganz richtig sein. Ich guck mal. Unsere Stoßstange hat jetzt eine Nacht, beziehungsweise sogar zwei Nächte tatsächlich, hier in Rostumwandler gelegen. Und das Ergebnis ist ja mal der Wahnsinn. Also das alles, was jetzt hier weiß und hell ist, das hier, das war alles rostig. Das ist, also ich meine, viele Sachen sind nicht abgegangen, logischerweise. Aber das meiste, Respekt. Ja, das wird gleich auf jeden Fall trotzdem noch ein bisschen schöner gemacht. Wir müssen es so gut es geht quasi sauber bekommen, dass auch die Grundierung quasi hält. Die Grundierung kann man aber auf Rost sprühen. Also die muss nicht 100% blank hier sein, die muss nur so blank wie möglich sein, sagen wir mal so. Aber das ist halt auch wichtig, weil man sieht ja immer noch diese kleinen Krisseldinger und sowas halt. Ne? Also das sieht man ja trotzdem noch. Also wir müssen sie so sauber wie möglich bekommen. Ist aber nicht schlimm, wenn ein bisschen Rost drauf bleibt. Das ist beim Dach auch so gewesen übrigens. Ja, und dann müssen wir die ganzen, ich weiß nicht, ob ihr die erkennen könnt, hier ist nur ein Loch, das große, aber hier auf der Seite sind hier zwei kleine, da nochmal und so weiter. Die müssen alle weg. Alle Löcher davon müssen wir entfernen. Ja, haben wir ein bisschen was zu tun. Schweißgerät steht noch hier. Erstmal ein bisschen sauber machen, dann ein paar Bleche schneiden sehr wahrscheinlich, weil die Löcher zu groß sind, um so zu füllen. Ja, und dann können wir anfangen zu füllen. Ja, ich denke mal, die hier kriegen wir alle so zu. Da brauchen wir jetzt keine Bleche für. Aber die großen auf jeden Fall. Und das hier in der Mitte müssen wir auch mal vor allem gerade dengeln vorher. Naja, ein bisschen was zu tun, ne, würde ich sagen. So, nach ungefähr einer Stunde und noch ein bisschen Schweißarbeit. Da habe ich einen vergessen. Eieiei, muss ich ja schon schnell machen. Ja, aber alle anderen sind zu. Alles zugepunktet. Hier ist ein Blech drin, wie ihr seht. Hier ist ein Blech drin. Und hier ist ein Blech drin. Sehr gut geworden. Hätte ich nicht erwartet, dass das so schnell und so gut geht. Ich habe die hier auch zugemacht, die Löcher. Fragt mich nicht, warum die da sind. Ich habe sie jetzt einfach zugemacht, weil ich habe mir an der Stoßstange da abgeguckt. Die sind original nicht. Die sind da normalerweise nicht. Also kommen sie weg, würde ich sagen. Jo, jetzt muss das Ganze runtergeflext werden. Und dann schauen wir uns das an, wie das gleich aussieht. Den muss ich aber noch zumachen. Vergessen. Scheiße. Finish. Guckt es euch an. Sehr gut, oder? Hier sind die Löcher, die da mal waren. Da. Sehr geil, oder? Ich hoffe, euch gefällt's. Mir gefällt's mega. Voll das Ding gelaufen hier. Manche Ecken kriege ich nicht halt mit der Flex weg. Das muss ich halt mit dem Schleifpapier einmal rübergehen hier. Aber die meisten Sachen sind runter. Das Ding ist komplett blank. Also keine Farbe, kein Rost, gar nichts mehr drauf. Also dafür, dass wir da mit heute Morgen angefangen haben, bin ich sehr zufrieden tatsächlich. Also auch oben hier, ne, komplett, so wie unten, die dicke Platte haben wir direkt mitgemacht. Die ganzen Löcher zugeschweißt hier. Ne, die ganzen, hier waren ja ganz viele kleine Punkte überall. Ne, könnt ihr euch dann erinnern. Alle weg. Natürlich seht ihr die leicht jetzt hier, ne, das ist logisch. Ne, da waren ja auch irgendwas dran, die haben ja auch gezogen. Das heißt, die Löcher sind nach außen gezogen worden. Keine Ahnung, was die da dran gemacht haben. Kein Plan, aber auch hier die kleinen Löcher. Hier, guck mal, die seht ihr gar nicht mehr.
Alles weg. Das hier hinten ist auch relativ schön geworden. Super, also ich bin super zufrieden. Das wird jetzt noch ein bisschen angeschliffen, damit der Hand eben, so dass wir halt die ganzen Ecken, die wo ich jetzt nicht mit der Flex dran kam, und nennen die sich nochmal, hier diese Nylon-Scheiben. Und dann habe ich was Neues ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gezeigt hatte. Und zwar habe ich das beim Igor gesehen, beim HDBs Schweißshop. Die haben das benutzt für, ich weiß gar nicht mehr, auch zum Saubermachen von Schweißnähten. Und das fand ich ziemlich nice. Da habe ich mir das mal bestellt. Die sind nicht so teuer. Die kosten 5, 6 Euro oder sowas. Und die halten ewig anscheinend. Die sind jetzt nicht so gut zum Saubermachen. Ihr kriegt aber solche Stellen wie sowas hier ultra gut hin. Ich habe die halt hier reingehalten und es hat wunderbar funktioniert. Oder halt so Ecken wie hier. Ne? Dafür ist das mega. Ich glaube, die gibt's die Scheiben gibt es auch dünner. Und dann halt auch für den Akkubohrer. Da muss ich dann halt erstmal die Tage gucken, ob ich da irgendwie was finde oder so. Aber generell bin ich mega zufrieden. Aber heute werden wir es nicht weiter schaffen, deswegen werden wir da morgen weitermachen. Oder beziehungsweise für euch jetzt gleich. Dann werden wir das Ding, ich weiß nicht, ob wir es erst grundieren einmal und dann spachteln, weil jetzt sehe ich halt nicht, wo eine Welle drin ist und wo nicht. Das sieht man halt nicht. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Die großen Stellen natürlich halt, wie jetzt hier in der Mitte oder sowas, das können wir natürlich schon vorher machen, aber alles andere müssen wir mal gucken, was wir halt sehen und was wir nicht sehen. Aber ich denke, wir sind hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Dann das Ganze noch anpassen, dass sie ein Stückchen weiter drin ist. Und ansonsten haben wir es. Gucken wir mal, dass wir es einigermaßen hier gerade kriegen. Wir spachten jetzt nur die Löcher auf, die hier, die kleinen Punkte. Damit das nicht unbedingt sichtbar ist, ne, dass da halt vorher Löcher waren. Zum Großteil eh runtergeschliffen, aber auch nicht zu viel drauf machen. So. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, dann hätten wir unsere Schuhstange eigentlich schon gleich so gut wie fertig. Geht doch jetzt schon lang genug, das Video hier mit der Stoßstange, ne? Aber muss gemacht werden, Leute. Im nächsten Teil werden wir dann die lackieren mit der anderen zusammen. Ja, ihr seht, es ist schön gespachtelt. Ich bin das nochmal rüber gegangen. Nicht, dass ihr denkt, boah, krass, das ist ja viel mehr Leben. Das ist richtig viel, aber man darf nicht vergessen, das ist auch hinter dem Kennzeichen. Und da ist mir das einfach, boah, ich habe das jetzt relativ dick drauf gemacht, damit wir ein bisschen runterschleifen können. Ich denke mal, das reicht vollkommen da. Die Teile sind eigentlich auch ganz gut gewesen. Habe ich aber auch relativ viel drauf gemacht, einfach um es runterzuschleifen hinterher. Aber das geht ja tatsächlich. Und hier hinten haben wir einen Fleck gehabt, den habe ich auch nochmal nachgespachtelt. Um die ganzen kleinen Punkte, ihr kennt das ja, wenn ihr spachtelt, diese kleinen Punkte wegzubekommen. Hier waren auch eigentlich nur kleine Punkte, habe ich auch relativ dick drüber gemacht. Und hier war eine Klitsche drin. Ne? Die haben wir jetzt auch weg. Egal. Ne, das ist jetzt, wie gesagt, eine Stoßstange. Die muss jetzt nicht hundertprozentig sein. Ich hätte sowas hier zum Beispiel auch wegmachen können. So, ne, das ist nichts, wo ich jetzt sagen muss, oh, die muss jetzt hundertprozentig sein. Die wird eh nicht hundertprozentig, weil sie ist auch, glaube ich, nicht ganz gerade tatsächlich vom Winkel. Ich weiß nicht ganz genau, warum, weshalb, wieso. Das sind eigentlich die identischen Stoßstangen. Hatten wir ja sowieso schon das Ding. Also ich glaube, das ist eine andere Stoßstange. Ich bin mir nicht sicher. Aber man kann ja gucken, vielleicht kriege ich ja noch eine andere oder sowas. Dann ist das vielleicht auch noch eine Option. Aber, also das wäre das Einzige, was ich noch austauschen wollen würde, wäre die hintere Stoßstange und die Ladefläche selber halt. Apropos Ladefläche. Ich hatte ja gesagt gehabt, dass wir einen Fehler hatten in der Heckklappe, dass die nicht ganz richtig sitzt quasi. Und dieses Bauteil habe ich bekommen, beziehungsweise noch besser, ich habe mir einen 3D-Drucker geholt und habe mir die Teile einfach selbst gedruckt. Das Teil ist zum Beispiel für die Seite da hinten, weil das ist ein kompletter runder Topf hier. Ne, der kommt hier zwischen, dann wackelt das da auch nicht mehr. Und auf der anderen Seite habe ich das jetzt schon reingemacht, weil das kriege ich natürlich alleine hin, weil das ja offen ist hier. Und zwar ist das dasselbe Bauteil, nur mit einem Schlitz drinne. Und zwar ist das Ding hier, das Metallteil an der Karosserie, nicht rund. Das ist so geschlitzt. Ich habe das, glaube ich, mal gezeigt. Und das habe ich einfach
im 3D-Drucker gedruckt. Ganz einfach, ist auch eine doofe Sache, weil so einfach ist es nicht tatsächlich. Ich habe, glaube ich, insgesamt, ich weiß nicht, wie oft das eben gesagt hat, Christian, 17 Mal habe ich es versucht oder so, glaube ich. Und das Problem ist, dass ich gesagt habe, okay, komm, ich mache das Ganze aus ABS, aus ABS-Plastik. Das hier ist jetzt PTL, glaube ich, heißt das. Oder PLT? Ich habe TTL, PTL, glaube ich, heißt das. Den Namen vergessen. Auf jeden Fall ist das eigentlich nicht für den Außengebrauch gedacht, weil es sehr schnell spröde wird. Es ist zu hart, es bricht schnell. Ich weiß nicht, wie lange das halten wird hier, weil es ist natürlich auch eine Stelle, die, ja, ich sag jetzt mal, nicht wenig beansprucht wird, ne? Wenn man das hier die ganze Zeit bewegt, läuft das nämlich da drin. Und ja, das ist natürlich scheiße, aber was soll man machen? Das sitzt jetzt um Welten besser hier. Ich denke mal, wir können das noch ein bisschen einstellen, da brauche ich aber eine zweite Hand für, weil ich will ja auf der anderen Seite auch das Plastikteil reinmachen und dafür muss die rausgehoben werden, einer muss das Teil draufstecken. Aber das ist eine Sache von 2 Minuten, die kann man da irgendwann zwischendurch machen. Ich wollte euch das nur gezeigt bzw. gesagt haben, dass das jetzt gefixt ist hier und ihr seht, die ist komplett fest, die ist komplett zu und die sieht halt Porno aus, wie gut das sitzt. Ne? Ein bisschen einstellen müssen sie noch, weil ich meine, dass sie, ja, man sieht hier, die muss ein Stück weiter raus. Ja, das ist aber, denke ich mal, Kleinkramsache. Da werden die Schrauben hier wieder gelöst, die werden nach außen gezogen. Dann wird die hier oben auch ein bisschen reingekippt, dann kommt die hier besser ran. Alles eine Kleinigkeit, würde ich sagen, alles Einstellungssache. Aber dadurch, dass wir das selbst gedruckt haben, ist das schon mal ein guter Fortschritt. Ich würde sagen, dadurch, dass das Video jetzt doch schon ein bisschen länger gedauert hat und ich fast eine Woche an der Stoßstange schon dran bin, Leute. Was natürlich auch dazu führt, dass zwischendurch noch ein paar andere Sachen hier angefallen sind und so weiter. Das tut mir leid. Ich werde, denke ich mal, auch in der Zukunft, also nächste Woche kriegt ihr 2 Videos, auf jeden Fall. Vielleicht sogar ein drittes, was aber ungefähr dasselbe sein wird. Nur mit einem anderen Auto. Aber ist egal. Da habe ich ein paar Themen für euch. Am Drifter müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn es da weitergeht. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für euch, wenn wir am Drifter arbeiten. Werdet ihr dann sehen. In dem Sinne, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Nicht vergessen, kommentieren, liken und ein Abo. Und wem es aufgefallen ist, jetzt am Ende haben wir ein anderes Mikrofon. Ich bin mir nicht sicher, welches ich benutzen möchte. Anderes aufwendiger deswegen. Wir sehen uns. Haut rein.